Wir wollen die aktuelle Situation vertiefen im Gespräch mit Dr. Elisabeth Schimpfössel. Sie ist Russlandforscherin an der London School of Economics. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo. Welche Erkenntnisse haben Sie aktuell, wie das, was in der Ukraine passiert, aktuell von den Medien in Russland und auch den offiziellen Akteuren, wie eben dem Kreml, Außen- und Verteidigungsministerium, der eigenen Bevölkerung dargestellt wird? Ja, ich glaube, wenn man jetzt in Russland ist, kriegt man ein Bild vor die Augen auf den Fernsehschirmen, das mit dem, was wir sehen, ganz wenig zu tun hat. In Russland wird von einer Befreiungsoperation gesprochen. Russland ist nicht der Aggressor. Der Aggressor sind die USA in erster Linie, indem sie die Kriegstrommel gerührt haben und so viel Hysterie und Alarmbereitschaft von deren Seite so viel betont haben. Aggressor ist auch die Ukraine selber. Russland habe über Tage hinweg beobachtet, wie die ukrainische Militär sich für eine Militäroperation bereit macht. Und deswegen musste man in die Ukraine, vor allem kriegt man in Russland mit, dass das russische Militär im Donbass ist, von Kiew. Vielleicht weiß man heute in der Früh schon über Kiew, aber in den letzten Tagen ist das weitgehend verschwiegen worden. Und Russland, das musste in die Ukraine, in Donbass, um dort die eigene Bevölkerung, die ethnisch russische Bevölkerung aus der Gefahr zu bringen. Es wird von einem Befreiungskrieg gesprochen. Es geht vor allem darum in der russischen Propaganda, dass es eine Befreiung vom Faschismus ist. Schlimmer noch, eine Befreiung von den Nazis, den ukrainischen Neonazis, die das ganze Land übernommen haben. Und es ist auch ein Kampf für die Entmilitarisierung der Ukraine, damit eben die Faschisten, die dort sind, nicht so viel Gefahr für die russische Bevölkerung in der Ukraine darstellen. Nur um das auch noch mal klarzumachen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt zitiert. Wir wollen noch mal auf die Sanktionsliste schauen, auch auf die Personen, die da draufstehen, unter anderem Jewgeni Viktorowitsch Prigoschin. Das ist der Kopf eigentlich dieser ganzen sogenannten Trollfabriken. Was muss man über den Mann wissen? Ja, der Mann ist jemand, der eine sehr farbenfrohe Geschichte hat. Er war lange im Gefängnis, hat einen Haufen von Leichen im Kühlschrank. Er war dann Putins Koch und hat sich hochgearbeitet und sein Portfolio sehr erweitert. Er hat die Wagner-Gruppe gegründet. Das ist eine private Söldnerarmee, die ist in allen möglichen Teilen der Welt, von Syrien bis natürlich Ostukraine zu Zentralafrika. Und aber auch diese Trollfabriken, die leitet er auch, die ist auch seine Idee. Die Trollfabriken sind, das kann man sich vorstellen, wie eine Massenproduktion, eine industrielle Anfertigung von Fake News, von Missinformation, die ganz am Fließband jeden Tag rund um die Uhr inzwischen aus diesen Fabriken geliefert wird. Ich habe in den letzten Tagen einen Bericht, ist mir untergekommen, wie diese Trollfabriken die ukrainische Informationspolitik darstellen. Und das ist ganz was Kurioses. Es wird die eigenen Vokabulare, die eigenen Strategien fast eins zu eins auf die Ukraine angewendet. Und in der Ukraine gibt es alle möglichen Missinformationsfabriken, Trollfabriken, und die werden gesponsert natürlich von Soros und anderen Oligarchen aus dem Westen, Großbritannien, Niederlanden, und würden ganz, ganz systematisch die Russen in die Ecke stoßen, diskreditieren und ihnen alle möglichen falschen Dinge anhängen. Und da sieht man sehr klar, die haben das eigene Rezept gewählt, wie sie da also quasi ihre eigene Geschichte erzählt, wenn sie die Trollfabriken in der Ukraine in ein schwarzes Licht stellen wollen. Frau Dr. Schimpfössel, wir bedanken uns für das Gespräch.